Und hallo, willkommen zurück bei einer weiteren Folge Endbosskampf Helltaker vermutlich. Ja, wir haben Judgment hier. Ich weiß nicht, Judgment, wie ich das übersetzen soll. Keine Ahnung, ich habe gerade eine echt fette Gedächtnislücke oder ein Loch im Hirn. Eins von beiden. Weiter geht's. Oh, und the only thing I regret is not seeking you sooner. Being punished by you makes all sins worth it. Das einzige, was ich bereue, ist nicht dich schon vorher gesucht zu haben. Being punished by you makes all sins worth it. Bei dir bestraft zu werden, macht jede Sünde es wert. Quit your cheap flatteries. You make my job difficult. Belaste deine deine günstigen hier. Ah, Flatteries. Das Wort kenne ich noch nicht mal, Flatteries. Beende dein einfaches Gefühl. Verschluckt. Beende dein einfaches Geflirte. Du machst meinen Job schwierig. But damn, you have amazing eyes. Ich weiß nicht, die sind einfarbig. But verdammt, girl, du hast wunderbare Augen. Tut einem Menschen how much I love you hair. Ey, das ist billig. Billig, das war's. Billig. Billiges Geflirte. Ja, schöne Augen, okay. Look, I don't really want to do this, but the pact's been sealed. Nothing will prevent your damnation. Schau, ich möchte das nicht wirklich tun, aber der Pakt ist geschlossen. Nichts wird deinen Untergang abwenden. Okay. However, I could postpone your torment a few years, if you leave and never disturb hell again. Wie auch immer. Ich könnte deine, wie ist das Wort nochmal, Torment, ich könnte, Folter, ich könnte deine Folter für ein paar Jahre vorausschieben, nach hinten schieben, wenn du gehst und die Hölle niemals mehr störst. Nie. Our fates are one. I will kill you and you'll suffer. But it does not have to be today. Warum auch immer. Warum überhaupt? Unsere Schicksale sind eins. Ich werde dich töten und du wirst leiden. Aber das muss nicht unbedingt heute sein. So consider yourself lucky and get out of my sight. Also schätze dich glücklich und verschwinde aus meinem Blick. Sprachpause. Sprachpause, Sprachpause. Sprachpause, Sprachpause, Sprachpause. I said you are free to go. Be gone. So, be gone. Ich sagte, du bist. Ich sagte, du darfst gehen. Verschwinde. What? You want to invite me to your harem? Don't be ridiculous. Was? Du willst mich in deinen Harem einladen? Ridiculous, sei nicht verrückt, nein, sei nicht lächerlich. You share roof is an immortal avatar of pain, plot sworn to murder, you so torture? Du würdest ein Dach mit einem unsterblichen Avatar des Schmerzes, Blut geschworen, dich zu töten, durch deine Folter verbringen? Wouldn't want it any other way. Will ich mir? I have worse in my harem already. Oh, nein, das sollte ich lieber nicht sagen. Wouldn't want it any other way. Ich würde es nicht anders wollen, oder? Glaub mir, ich habe Schlimmeres in meinem Harem mittlerweile. Nee. Komm. Oh! Hä? Oh. Jetzt geht's ab. Oh. Okay. Wait, you are serious? Warte, du weißt das ernst? Glorious success. Oh,
Die zwei Figuren. Seeing how far of proper ritual we are already, I might as well give it a shot. Sehen, wie weit wir schon vom richtigen Ritual entfernt sind, abwegig sind. Ich könnte es einfach mal versuchen mittlerweile. Ach, keine Ahnung. Irgend sowas. Ja! Kann ich mich bewegen? Nein. Okay. So, your journey has come to an end. Jetzt schon? Wie viele Folgen waren das? 5? 7? 69? So, your journey has come to an end. Vergiss die Zahl. Ja. Und so kommt deine Reise, kommt dein Abenteuer zu einem Ende. Oh. Wie ich aussehe, also wie der Typ aussieht. Oh Mann. Ja. Gutes Detail, gefällt mir. You have successfully took girls from hell and was henceforth known as a hell taker. Du hast erfolgreich Mädels aus der Hölle geholt und warst fortan bekannt als der Höllennehmer. Als der Helltaker klingt besser. Okay. It was, however, not an easy life to live. It was sure to be short and full of suffering. Es war letzten Endes kein einfaches Leben zu leben. Es war sicherlich ein kurzes und voll von Leiden. Das Gesicht. But life is full of suffering, no matter how you live it. So you might as well have some fun when you are at it. Aber Leben kann voll von Leiden. No matter how. Ah. Aber das Leben ist voll von Leiden, wie auch immer du es lebst. Also kannst du es auch genießen, wenn du schon mal dabei bist. Helltaker. Oh. Oh, ist das ein Haus? Was habe ich da an? Okay. Ach, die Kaffeemaschine. Oh. Oh, Pfannkuchen. Satan. Eine Satanschürze, okay. Another batch of pancakes done. I see. Eine weitere Ladung Pfannkuchen ist fertig, wie ich sehe. Most awesome 99. Okay. And it's so good. Und es ist so gut. Danke für die Hilfe. Don't mention it. Merk es nicht an. It's the least I can do. Das ist das Letzte, was ich tue. Das ist das Einzigste, was ich tun kann, keine Ahnung. So I have to say, I still can't figure out how you get them perfectly thin every time. Selbst wenn ich... Nun, ich muss sagen, ich kann immer noch nicht herausbekommen, wie du sie so perfekt dünn immer hinkriegst. It's the way you spin them in the air. There must be some sorcery involved. Und die Art, wie du sie in der Luft wirbelst, da muss Zauberei am Werk sein. Involviert sein. Erfahrung. Ja, sicher. Better go give everyone the pancakes. Gib besser jedem seinen Pfannkuchen. Bring lieber jedem seinen Pfannkuchen. Pfannkuchen. Abgefahren. Ich habe eine Frage trotzdem. She's so. The girls say you never take off your shades. Why is that shades? Shades?
die Mädels sagen, du nimmst nie deine Maske ab. Warum ist das so? I could ask you the same. Ich könnte dich dasselbe fragen. Oh, ich? Oh, sie hat ja graue Augen. Oh. Ach, die Brille. Warum nimmst du nicht deine Brille ab? Oh, ich? Das liegt daran, dass ich blind bin. Dass ich blind bin. Oh. Das ist meine Geschichte. Care to share yours? Magst du deine erzählen? Deine zu teilen? Vielleicht eines Tages. Ach, komm schon. Die Mädels nehmen mittlerweile Wetten an. Ich verliere $10, wenn du keinen Laserblick hast. Okay. Pfannkuchen. Spider Season. Okay. Du liest romantische Komödie? Hab noch nie von diesem Romanzenzeug vorher gehört. It's the kinkiest thing I've ever seen. Es ist das kinkiest. Es ist das verdammt, wie hieß das nochmal? Denken verursacht Leid. It's the kinkiest thing I've ever seen. Es ist das schnulzigste, was ich je gesehen habe. Keine Ahnung. Maybe I've been doing things wrong all this time. Vielleicht bin ich die Sache die ganze Zeit falsch angegangen. What? Wanna go on a date? Was? Willst du Date? Was heißt Date? Date auf Deutsch? Was? Willst du zu einem Date? Okay. I've always known you were a perverted degenerate. Hey! Ich habe schon immer gewusst, dass du ein perverser Degenerierter bist. Oh. Hä? Okay. Pfannkuchen und Kaffee. Der müde Dämon ist nicht mehr. Oh, the sadistic demon. Is it over-extracted again? Ist es über-extrahiert? Mal wieder? Oh nein. Es ist ganz in Ordnung sogar. You even filtered it properly, Sam. Du hast es sogar diesmal gut gefiltert. Richtig gefiltert. Keep it up and you might still survive the day with no fingers broken. Das ist so weit, der ist nur Fingers gebrochen. Mach weiter so und du mögst vielleicht den Tag ohne gebrochene Finger zu überleben. Sorry, es gab eine kurze Störung, jetzt geht es weiter. Yeah. Aber fühl dich frei, but you feel free to mess it up. Aber fühl dich frei, es zu ruinieren. Das lokale Krankenhaus hat sich soweit ganz kompetent erwiesen. Der PM. Post Midday. Warte mal. Der nächste ist 5:15. Der nächste ist. Ach, der nächste ist 17:15, doppelter Espresso, richtig? Ja. Es ist deine Aufgabe zu. Man, it's your job to remember. Es ist deine Aufgabe. Nein. Du musst dich erinnern, nicht ich. So. Oh Mann. Pfannkuchen. Do you know how hard it is to find new turn-based strategies?
Strategies, wie gut played. Weißt du, wie schwierig es ist, neue rundenbasierte Strategies zu finden, die wir spielen könnten? Strategiespiele? Ja. Was Everything Man kein produced, ist either a half-ass sequel or a shitty rip-off. Fast alles, was die Menschheit produziert hat, ist entweder ein halb gemachtes Sequel oder ein schlechtes oder eine schlechte Nachmache. Ich würde die trotzdem spielen wollen. Dasselbe hier leider. Und glücklicherweise. Rokita? What? Oh. Wir brauchen eine Menge Alkohol. Nein, wir werden eine Menge Alkohol brauchen. Okay. Pfannkuchen. Okay. Sicher, aber ich könnte etwas Feuer gebrauchen. No smoking in the house. Im Haus wird nicht geraucht. Oder was? Wirst du mich bestrafen? Na los, ich war ein sehr böses Mädel. Okay. Dir würde das gefallen, oder? Das übersetze ich mal lieber nicht. Pfannkuchen. Oh. Wie lange schon bin ich hier? Ein paar Wochen. Es fühlt sich an wie immer. Es fühlt sich an wie eine Ewigkeit. Die Dinger, die ich gesehen habe. Die Dinger, die ich getan habe. I could write a spectacular paper on this, but nobody would believe me. It's just too surreal. Okay. Ich könnte was Spektakuläres darüber schreiben, aber niemand würde mit... Wow. Ja, heute ist ein sehr seltsamer Tag vor allem. Ich könnte was Spektakuläres darüber schreiben, aber niemand würde mir glauben. Es ist einfach zu surreal. Oh. And my research has barely scratched the surface. Want to join me in my studies today? My research. Und meine... And my research has barely stretched the surface. Want to join me in my studies? Mann, wie übersetze ich das? Erforschung? Nein, oder? Forschung. Meine Forschung hat gerade mal die Oberfläche gekratzt. Willst du mit den Studien heute helfen? Willst du bei den Studien heute mitmachen? Du studierst viel zu viel. Eat deine Pfannkuchen. Alter, esse deine Pfannkuchen. Denglisch übernimmt mich langsam, meine Güte. Police, oh. Oh, das sehe ich ja jetzt erst. Pfannkuchen. Wir haben es vermasselt. Nachbarn wieder geärgert. Was habt ihr diesmal getan? Warum ist die Polizei an der Tür? Oh oh. Pfannkuchen. Trespassers seek to invade our domain. Should I dispose of them? Oh. Domain, ja toll. Übertreter versuche unsere Domain zu betreten. Sollte ich mich ihrer entledigen? Nein, danke. Ich kümmere mich darum.
Sicher, hab Spaß. Ah, der Pfannkuchen, lecker. Sicher, hab Spaß. Oh. Natürlich, beides sind Weibchen, natürlich. Polizei, öffnen Sie die Tür. Open and open the gate. Don't open. Genau, you're in there. Open the door now. Wir wissen, Sie sind da drinnen. Öffnen Sie die Tür jetzt. Okay. Das war's. Police, open the door. Of the game. Moment, kann ich hier noch was machen? Nein. Wie viel sind das überhaupt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ach, so ein Trio. Na gut, ich glaube, das war's von Helltaker. Ich habe gedacht, dass das ein bisschen länger geht, aber gut, scheinbar nicht. Aber kann man eigentlich. Warte mal. Geht das? Kann man hier. Nee, keine Ahnung, scheinbar nicht, okay. Polizei, öffnen Sie die Tür. Öffnen, Ende des Spiels, okay. Pfannkuchen. Oh, thanks, we still have questions, so. Oh, danke, wir haben aber trotzdem Fragen. Okay. Und das war die alles klar. Und das war die Geschichte des Helltakers. Helle Pizza. Okay. Wie das Trio einfach im Vergleich aussieht. Egal was die machen. Narrated for you by good old Beelzebub. Erzählt von eurem guten alten Beelzebub. Ich dachte, ich war das. Ganz lustige Geschichte, ich weiß. Aber um ehrlich zu sein, downright abhorrent, actually. Was abhorrent bedeutet, keine Ahnung. Horrible story about horrible people. Eine schreckliche Geschichte über schreckliche Leute. Aber eventuell hattest du etwas Spaß mit ihr. Durch ihr, keine Ahnung. Maybe ein oder zwei Lacher. Ja, gut. Trotzdem. Danke, dass du dieser alten Fliege etwas Gesellschaft leistest. Bis zum nächsten Mal. Oh, willst du einen zweiten Teil geben? Das Ende. Oh. Oh, cool. Musiktracks, apropos Vitality, Epitomize and Luminescence from Mitzis. YouTube bekommt gleich Mitzis, okay? Thanks for playing. Helltaker. Beelzebub the Great Fly. Is there anything else you desire? Gibt's noch etwas, was du wünschst, was du verlangst? Oh. Was ist ein Chapter Select? Mal gucken. Ah. Okay. Ja, das war ein interessanter Durchwand von Helltaker. Es war ein lustiges Puzzlespiel. Es war sogar noch sehr actionreich am Ende hin. Ja. Ich hoffe, ihr werdet vielleicht am Ende des, also das heißt am Ende des Spiels, solltet ihr es euch auch hier über Steam holen wollen, könnt ihr es machen, wenn ihr nicht zu sehr gespoilert seid, und wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal die, so ich sag mal, Supporter
das Jo noch zusätzlich holt für 18,19 Euro, um den einen kleinen lustigen YouTuber da zu unterstützen, der ein Skelett-Avatar hat. Und ja, es gibt da ein Pfannkuchenrezept, ein bisschen Entwicklernotizen, glaube ich. Und auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr ihn unterstützen, dann wird er reich. Ich mache es vielleicht auch, wenn ich endlich mal, keine Ahnung, von YouTube Geld bekomme oder so. Ja, auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und habt viel Spaß mit, ach, keine Ahnung, dem Hype und den und der Fanfiction, ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es hat Spaß gemacht. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht. Und tschüss. Ja, jetzt brauche ich ein neues Let's Play. Tschüss und möget ihr nicht in der Hölle landen. Und wenn, so möget ihr tolle Leute kennenlernen. Was habe ich gerade gesagt? I've tried many times, haven't found much success so far. Ich habe es oft versucht, habe aber nicht viel Erfolg dabei gefunden. Okay. Okay.